Ja, lieber Johannes, ich darf dich herzlich begrüßen. Frohe Ostern. Danke gleichfalls. Ja, jetzt geht es um Ostern. Um Ostern. Was ist Ostern? Ja, diesmal fange ich an zu sprechen. Was ist Ostern? Und zwar mit dieser Frage begann vor über 30 Jahren meine spirituelle Reise zum Herzen. Und zwar ist mir im Rahmen des Anatomiekurses klar geworden, ich weiß das noch wie heute, ich saß da und lernte Anatomie auswendig und auf einmal hatte ich ein inneres Bild gehabt. Und zwar das innere Bild, dass im Grunde das Ostergeschehen, ich will das hier nur ganz kurz sagen, die Bühne gehört ja dir, aber dass das Geschehen zwischen Karfreitag und Ostern sich in jedem Herzschlag vollzieht. Wir hatten ja beim Karfreitagsgespräch darüber gesprochen, von der immerwährenden Präsenz, ja, dass das eben nicht etwas ist, was 2000 Jahre her ist und damit haben wir nichts mehr zu tun. Ich möchte das Ganze nochmal so weit, nochmal weiter treiben aus meiner mehr ärztlichen Sicht. Es ist ein Prozess zwischen Karfreitag und Ostern, der in jedem Herzschlag sich abspielt von uns Menschen. Und zwar dergestalt, dass das Herz am Venenkreuz aufgehängt ist. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter anatomisch vertiefen. Es ist am Venenkreuz aufgehängt. Das Blut wird sozusagen im Herzen gekreuzigt und erfährt dann seine Wiederauferstehung im Herzen. Ja? Und zwar dergestalt, dass eben jetzt ein radikaler Richtungswechsel stattfindet. Ja, das Blut strömt von da aus ein, ja. Also über die Vorhöfe, egal ob rechter oder linker Vorhof, beides mal das gleiche, strömt ein und macht jetzt eine völlige Richtungsumkehr. Also von da ist es reingekommen und nach da strömt es aus. Ja? Und geht jetzt, wenn wir vom rechten Herzen ausgucken, verbindet es sich dann mit dem Kosmos. Ja? Verbindet sich mit dem All-Einen und eben mit der Atmosphäre. Ja? Wir nennen das dann schnöde Gasaustausch. Ja? Aber das, was wir heutzutage reduktionistisch Gasaustausch nennen, ist ja ein viel größerer, umfassender Prozess, bevor dann das Blut erneut wieder in das Herz hinein stirbt, also oder die Luft in das Herz hinein stirbt, wieder hineingeht und sich wieder mit der Erde verbindet, also mit dem Menschen verbindet. Und insofern, das will ich jetzt hier nur ganz kurz andeuten. Könnte ich jetzt noch viel weiter ausführen, aber insofern ist eben dieser Weg von Gründonnerstag über Karfreitag, über Karsamstag, über Ostern ist etwas, was in jedem Herzschlag sich vollzieht. Und dann Jahre später, das ist jetzt so 10 Jahre her, habe ich das dann bei einem anderen modernen Mystiker gefunden, der das auch genauso beschreibt. Ja. Wie heißt der? Rudolf Steiner. Ah ja, okay. Ja, genau. Ja, der spricht darüber, kurz vor seinem Tod, spricht er nicht darüber, aber er hat ein Notizblatt hinterlassen, in dem er das aufgeschrieben hat. Und wo ich dann so dachte, ja, genau, das ist der Gedanke, den ich damals beim Anatomiekurs hatte. Ein schönes Ereignis. Das passt zu der Frage, die Jesus mir mal gestellt hat. Also wenn man so wie ich Umgang mit dem Herrn hat und er dann fragt meinen Johannes, was ist Ostern? Dann ist man überrascht. Ne? Man ist überrascht über die Frage und man antwortet dann zunächst, was ist Ostern? Ja, Auferstehung. Aber das hat er nicht gelten lassen. Hat er nicht gelten lassen? Hat er gesagt, nein, nein. Ostern ist nicht die Botschaft der Auferstehung und Ostern ist auch nicht die Botschaft vom leeren Grab und sowas. Was ist Ostern? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, mein Johannes, Ostern ist die direkte persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Alles andere ist nicht Ostern. Alles andere ist irgendwie eine Botschaft vom leeren Grab. Alles andere ist Halleluja, eine Behauptung, der Herr sei auferstanden. Aber Ostern ist nur die direkte, unmittelbare Begegnung mit dem Herrn. Und ich finde es schön, wie du gerade erzählt hast, wie der Herr dir so unvermittelt begegnet ist. Genau. Und das ist ja etwas, genau dieser Moment, den ja alle Weisheitstraditionen haben. Also ich habe mich ja mal vor einiger Zeit relativ intensiv mit dem Sufitum beschäftigt. Und wie es auch dort im Sufismus heißt, im Herzen
begegne ich Gott? Ja. Das ist ja im Grunde was sehr Ähnliches wie das, was du eben gesagt hast. Und auch in anderen spirituellen Traditionen, das kann ich jetzt nicht so jetzt sofort zitieren, das müsste ich vorher nochmal recherchieren, aber ich weiß aus meinem Leben heraus, wo ich mich damit beschäftigt habe, auch in anderen spirituellen Traditionen geht es immer darum, dass ich auf der spirituellen Herzensebene im Herzen eine Begegnung mit Gott habe. Ja, und das ist an sich schon revolutionär, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut. Am Anfang begann es nämlich damit, dass Gott da ist, dass Gott bei den Menschen ist irgendwie. Gott war in der Mitte des Volkes, im Tempel, im Zentrum. Aber die eigentliche Revolution der Gottesbeziehung, die Jesus Christus uns gebracht hat, die halten wir uns heute gar nicht mehr vor Augen. Dass Jesus nämlich wirklich den Menschen gesagt hat, es genügt Gott nicht bei dir zu sein. Es genügt Gott nicht beim Menschen zu sein. Er will in dir sein. Bis hin zur wesenhaften Kommunion, das heißt zur Wesensverschmelzung von Gott und Mensch, die ja, das ist ja so atemberaubend, das wagt man ja kaum auszusprechen. Das ist also schon, das sind, wenn man da mal schaut, wie es angefangen hat mit Gott ist da. Er ist irgendwo bei uns und dann die Revolution der Gottesbeziehung. Ich bin in dir und ich möchte immer wieder neu in dich kommen. Ich möchte mich wesenhaft mit dir verschmelzen, mein Kind. Ja, das sind schon höchstwertige Revolutionen. Ich würde das Ganze so sehen wollen, auch aus meiner eigenen Meditationspraxis heraus. Dieser Prozess zunächst einmal ist sozusagen dauerhaft angelegt. Die Frage, ob dieser Prozess stattfindet, also auf der Ebene, wie wir es gerade besprechen, das ist sozusagen im Grunde eine freie Willensentscheidung des Menschen. Ob der Mensch Ja. sich darauf einlässt, auf diese göttliche Wesensbegegnung in mir selber. Ja, das nennt sich Taufe. Die Taufe ist ja ganz österlich in der Osternacht, zumindest im katholischen Glauben in Osternacht, aber alle Christen feiern in der Osternacht das neue, vorsätzliche, bewusste Ja. Taufe ist das Ja zu Gott und zu seinen Mysterien in mir, das heißt zu seinem Gnadenwirken in mir und an mir. Man darf das jetzt nicht so interpretieren, dass Ungetaufte keine Beziehung oder dass Gott keine Beziehung zu Ungetauften hätten. Ja, das Um Gottes ist, Willen, ja. das war vor 100 und 150 Jahren, war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, klar. Ne? Ich möchte hier an dieser Stelle betonen, auch für die Zuschauer, dass ich selber nicht kirchlich gebunden bin. Ja, ich bin katholisch groß geworden, aber ich bin ausgetreten mit 14 Jahren. Und dass für mich diese Begegnung mit Gott in meinem Herzen, das ist sozusagen, das ist quasi also mein spirituelles Bemühen und mein spirituelles Erleben. Ja, und das hat nichts mit Kirche draußen zu tun und so weiter. Und also für mich persönlich haben die Amtskirchen da sowieso ausgedient, zumindest hier in Mitteleuropa. Das ist meine Meinung. Also, Aber lassen wir ja, das außen vor. nur kurz, also ich möchte auch dieses Statement abgeben, dass ich also hier nicht im Sinne irgendeiner Dogmatik rede, Ja. sondern für mich war es einzig und allein der Umgang mit dem Herrn, weshalb ich Priester geworden bin. Und das ist auch das, was ich in der Öffentlichkeit erzählen und darstellen möchte. Ich bin keiner Dogmatik verpflichtet oder sonst was. Sondern wie Jesus mich Ostern gelehrt hat, das ist schon sensationell. Na, die Frage, was ist Ostern? Ostern ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und dann auch die Linien, die sich in Ostern sozusagen wiederfinden, die Linien aus dem Geschehenen, wie ich es gerade gesagt habe, Gott beim Volk, dann Gott kommt dem Geschöpf näher und bis hin zum Ich bin im Geschöpf und ich kommuniziere mich wesenhaft mit dem Geschöpf. Das sind schon Linien, rote Fäden, die da wirklich ins Osterfest reinlaufen. Die sind ganz zentral. Und auch Ja. ein anderer Gedanke ist zentral. Ja? Nee, ich hab zugestimmt. Wir haben hier etwas Verzögerung drin. Ja. Ja. Ein anderer Gedanke, ein echter Leitgedanke, den Jesus mir sehr ans Herz gelegt hat, wenn es um Ostern geht, wenn es um Auferstehung geht, ist der Gedanke der Universalität. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man schaut, wie die Anfänge unseres Glaubens, unseres Christseins waren.
Es war ein Gott, der an Abraham herangetreten ist, dann ein Gott, der ein auserwähltes Volk in einem auserwählten Land hatte. Das war alles sehr klein, das war alles sehr überschaubar. Und dann Ostern, die Explosion ins Globale. Und dieser Gedanke, dass das, was Gott mit dem Einzelnen wirkt, was Gott mit dem auserwählten Volk Israel baut, dass das irgendwann universell werden würde. Dieser Gedanke der Universalität ist von Anfang an im jüdischen Glauben nachweisbar. Schon bei den Propheten, in den Psalmen heißt es, unser Haus, unser Tempel wird das Haus des Gebetes aller Völker sein. Und der Prophet Jesaja sagt, Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem Glanz. Ja. Und Ja. die sogenannten heiligen drei Könige, die dann an Weihnachten kommen, das sind sozusagen nur, das ist nur der Anfang. Und an Ostern ist dieses kleine, lokal begrenzte Ereignis da am Ostrand des Mittelmeeres, da hat sich ja sowieso niemand drum gekümmert, wird dieses kleine, lokal begrenzte Ereignis global. Es explodiert sozusagen aus dem Lokalen ins Universelle. Und plötzlich geht es nicht mehr um das auserwählte Volk und um die Beziehung von Gott zum auserwählten Volk, sondern plötzlich kommt dieser Gott-Mensch aus dem Grab und sagt, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Völkern und Nationen. Diese Universalität, die im Osterfest grundgelegt ist, die war Jesus ganz, ganz wichtig. Genau. Und aus meiner bescheidenen Perspektive möchte ich dazu sagen, dass das ja eben auch der Grundstein ist von auch von den ganzen Religionen, die es gibt auf der Welt, den ganzen Religionen, religiösen Strömungen, die also vor allen Dingen einen alten Ursprung haben. Die haben ja alle auch immer einen spirituellen Kern. Und in dem spirituellen Kern geht es immer genau um dieses Thema. Und von daher, sage ich mal, auch aus meiner Perspektive sind Religionskriege eigentlich völliger Nonsens, ja. Weil im Grunde im Herzen kommt es sozusagen zu diesem göttlichen Einheitsbewusstsein. Also, Jeder aus seiner Richtung, ja. Kriege, gerade jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs, da hat Jesus mir schon ganz klar gesagt, mein Johannes, man kann weder mit Gott noch gegen ihn Krieg führen. Also mit Gott gegen jemand anderen, noch gegen Gott. Ich lasse mich lieber kreuzigen. Das war ein markantes Wort, das er da zu mir gesagt hat. Ne? Aber gut, Krieg ist Ja. was anderes, Krieg und Frieden. Etwas, was Jesus noch, wenn es ums Osterfest geht, auch ganz zentral war, das ist dieser Gang nach Emmaus. Am Ostertag, am Auferstehungstag geht er ja, und dieser Gang nach Emmaus, erstens mal ist es ja faszinierend, dass man ihn gar nicht mehr wiedererkennt. Na? Auch im Garten von Gethsemane, der Auferstandene, steht Maria Magdalena gegenüber und sie denkt, er ist der Gärtner. Sie kennen ihn gar nicht mehr wieder. Daran erkennt man, was für ein unaussprechliches Ereignis das gewesen sein muss, dieses Osterereignis, dass der Auferstandene zunächst gar nicht erkannt wird. Und dann, was Jesus auch noch wichtig ist an Ostern, das ist dieses Wort. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Es musste alles so sein. Es gibt keine Alternative. Das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Ja, es musste alles so geschehen. Und weil es so geschehen musste, haben es die Propheten schon Jahrhunderte vorher gesagt, dass es so geschehen muss und nicht anders. Und etwas anderes, was Jesus mich auch noch über das Osterfest gelehrt hat, das sind so die Geschehnisse im Grab, am Grab, als Jesus herauskommt, verherrlicht, und er ist genau dasselbe Wesen wie vorher. Das heißt, hat Jesus gesagt, mein Johannes, ich hätte allen Grund zu klagen und anzuklagen. Ich bin das Lamm und ich bleibe das Lamm Gottes. Er kommt lammfromm aus dem Grab, er klagt nicht an. Ne? Und da hat Jesus mich etwas ganz, ganz Wichtiges gelehrt. Da hat er gesagt, mein Johannes, aber ich verberge meine Wunden nicht. Ne? Er hätte ja auch sagen können, ach, peinlich und seine Wunden verstecken und ach ja, und es ist ja,
Na, so wie wenn jemand, der gemobbt wird, dem ist es peinlich, gemobbt zu werden. Ne? Da versteckt man das gemobbt werden und, ne? Und da hat Jesus gesagt, nein, überhaupt nicht. Er kommt aus dem Grab und hält seine Hände hin und sagt, seht, was Gott aus meinen Wunden gemacht hat, die ihr mir geschlagen habt. Na, das sind schon, wenn man Jesus gegenübersteht und wenn ich dann auch meine Finger in seine Hand lege und er mich so festhält, das sind schon Ereignisse. Da sieht man, Gott wirkt das Wunder. Er verwandelt den Karfreitag in den Ostersonntag, aber er verwandelt ihn ohne viele Erklärungen und er verwandelt ihn ohne Anklagen. Das ist ganz wichtig. Jesus kommt aus dem Grab und erklärt nichts. Er kommt aus dem Grab und sagt, Friede euch. Ja, das kann man übersetzen, Friede über euch oder Friede mit euch. Er sagt einfach nur, Friede euch. Und er erklärt nichts. Er gibt auch keine Antworten, gar nichts. Weil in ihm alles erklärt und gesagt ist. Weil er die Erklärung in Person ist. Er ist die Antwort auf alle Geschehnisse. Das ist schon ganz zentral am Osterfest. Hat Jesus mir mit solcher Sorgfalt ans Herz gelegt. Er hat gesagt, mein Johannes, erkläre nie einem Patienten oder einem Pönitenten das Leiden. Das Leiden ist ein tiefes Mysterium, und es bedarf der Menschwerdung des Sohnes Gottes, um dieses Mysterium zu ergründen. Ja? Alle Erklärungen des Leidens und alle Erklärungen des Osterfestes, die wir einander geben, sind viel zu kurzsichtig, sind viel zu eindimensional. Das sind tiefe Mysterien, zu denen wir uns bekennen sollten und auch an denen wir uns einfach freuen sollten. Aber wir sollten sie nicht so monokausal erklären, weil dadurch werden sie zu Konsumware. Und Konsumware, wir alle wissen es, wird konsumiert und verstaubt dann im Regal. Na, interessiert nicht mehr. Liebe Ja, mal Geschwister. so weit. Bitte, mal. Mal so weit. Herzlichen Dank. Ich wollte gerade noch ganz kurz etwas. Ja. Ostern kennt kein Zurück. Das war Jesus auch wichtig. Ostern kennt kein Zurück. Das hat er gesagt. Die Apostel, da kann man auch im Evangelium nachschauen, auch Maria Magdalena, die begegnen dem Auferstandenen und wollen alle Geschehnisse von der Passion, Karfreitag und so, die wollen das alles vom Tisch wischen, so nach dem Motto: Ach, Jesus, vor 10 Tagen, letzte Woche war es doch noch so schön. Was da jetzt war mit dem Kreuz und so, das wischen wir alles vom Tisch und das war dubios genug und wir machen einfach so weiter, wie es letzte Woche war. Ne? Dass er, Jesus, das definitiv nicht macht. Ja, weil Leiden, weil Passion ein Prozess ist, der zum Menschen gehört und dieser Prozess verwandelt den Menschen ins Osterfest hinein und dieser Prozess kann nicht umgekehrt werden. Das heißt, man kann nicht irgendwie in die Vergangenheit zurückkehren und sagen, ich möchte letzte Woche da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Soll heißen, das Kreuz gehört zu Christus und es gibt keinen Christus ohne das Kreuz. Das ist unauflöslich. Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke, ja. Gehört zu. Also da denke ich an all die Leiden, die wir Menschen einander, gegeneinander uns zuführen. Also denken wir auch an die ganzen Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts. Und vielleicht können wir darüber mal ein Gespräch führen, über die Frage, das, was du jetzt gesagt hast, welche Konsequenz hat das im Aufarbeiten und Transformieren von sich gegenseitig zugefügtem Leid. Ja. Das Wenn man ist da ja eine ganz, ganz spannende Frage. ja. Für Patienten genauso wie für Penitenten. Ja. Oder ja, Penitenten, also Leute, die zur Seelsorge kommen. Ja, klar. Nein, aber das betrifft ja auch große gesellschaftliche Prozesse. Also ich meine, du hast jetzt eben den Ukraine-Krieg erwähnt, aber wir Ja, haben es ja ist. auch hier in Deutschland, wir haben ja in den letzten 100 Jahren ja auch viel Leid erlebt, auch gegenseitig Leid erlebt, nicht? Also Und da ich siehst meine. du, dieses Wort, das im Evangelium verbürgt ist von Johannes dem Täufer.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieses Wort hat keine Alternativen. Das hat Jesus mich gelehrt. Die Hinwegnahme von Schuld hat keine Alternativen. Wenn man die Schuld transgenerativ verteilt auf alle Schultern, alle gleichmäßig, jeder ein Stück und so, das ist keine Alternative zur Hinwegnahme von Schuld. Der Einzige, der wirklich Schuld hinwegnehmen kann und sie wirklich wegnimmt, ist Christus. Das ist seine Mission. Ja. Und Jesus hat im Gespräch mit mir sich immer wieder auf seine Mission berufen. Steht auch im Evangelium. Diese Mission, die er hat und die er erfüllt und erfüllen will, und die lässt er sich auch nicht absprechen. Das ist der vom Vater erteilte Auftrag. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten und diesen Auftrag erfülle ich. Das ist dieses Hinwegnehmen von Schuld. Das ist Ostern, wenn Schuld auch wirklich hinweggenommen ist, sodass sie nie wiederkehrt. Egal, ob es die eigene Schuld ist, die ich einem anderen zugemutet habe, oder ob Pfeile der Schuld auf mich abgeschossen wurden und mir im Herzen stecken, er nimmt sie wirklich hinweg. Und zu dieser Hinwegnahme der Schuld gibt es keine Alternative. Ja. Das ist sein Anspruch. Ich werde nie vergessen, wie er zu mir gesagt hat, mein Johannes, mehr als Ostern zu feiern ist, wenn du Ostern selber bist. Ja. Ostern selber sein. Ja. Die Welt ist so trist, da gibt es so viel Dunkelheit, es gibt so viel Missbrauch, ne? Ich sage Missbrauchsskandale. Ne? Und Ja. da hinein ein kleines Osterfest zu bringen und ein Osterfest zu sein. Herzlichen Dank. Gerne. Markus, frohe Ostern. Frohe Ostern. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, frohe Ostern. Frohe Ostern.